ein U-Boot auf dem flachen Land, 600 Kilometer weg vom Meer, dann wird spannend. Dann ist alleine schon der Gegenstand, wie er dasteht, eine Augenweide. Und das dann auch noch besichtigen zu können, das ist für die Leute ein ganz großer Reiz. Die Idee, ein U-Boot zu bekommen, stand im Raum. Dann waren wir am Pratzeltag. Die ehrenamtlichen U-Boot-Leute waren beim Feierabendbier. Wehmütig, sagten sie zu uns, Menschenskind, nehmt doch noch ein U-Boot. Es wäre doch so schade, wenn man die nutzlos verschrotten würde. Ja, U17 ist ein U-Boot der Klasse 206 Alpha, hat eine Länge von etwa 48 Meter, Tiefgang von 4,6 Meter und verdrängt getaucht um die 500 Tonnen. Die Boote sind im Einsatz gewesen, hauptsächlich in der Ostsee und in der Nordsee. Später nach der Umrüstung zur Klasse 206 Alpha auch im Mittelmeer. Und U17 hat einen ganz besonderen Einsatz gefahren, ist in den USA gewesen, war mit U26 zusammen das erste deutsche U-Boot in amerikanischen Gewässern nach dem Zweiten Weltkrieg und auch das erste U-Boot, was in Baltimore einlief, nachdem das letzte deutsche U-Boot 1916 dort festgemacht hatte. Das war das Handels-U-Boot U-Deutschland gewesen. Insofern ist dieses Boot schon etwas Besonderes und es hat auch eine eigene Kameradschaft. Das sind die U-Boot-Kameradschaft U17. Das wären auch diese Leute, die sich später um den Erhalt des Bootes als Exponat kümmern werden. Wir sind lange Jahre auf diesen Booten gefahren. Sie haben fast 40 Dienstjahre gehabt in der deutschen Marine. Und es hätte uns in der Seele wehgetan, wenn ein solches Boot auf dem Schrott gelandet wäre. Was sollen wir in Speyer mit zwei U-Booten? Nein, das U-Boot soll nach Sinsheim. Du musst eine Lösung anbieten. Das war schon immer die Sache seit 40 Jahren, seit ich den Job mache. Aber als der Hermann mit dem U-Boot gekommen ist und hat gesagt, Heinz, wir müssen ein U-Boot nach Sinsheim bringen, das fast 500 Tonnen wiegt, dann habe ich gesagt, Hermann, vergiss es, sowas ist nicht machbar. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil die Brücken sind da viel zu schwach dazu und die Strecke ist auch nicht befahrbar. Das geht technisch nicht. Es ist unmöglich, ein U-Boot nach Sinsheim zu transportieren. Nun hat uns die Bundesrepublik Deutschland ein U-Boot zugesagt. Wenn dann die Sache doch konkreter wird und das Funkeln beim Hermann in der Auge immer mehr leuchtet, dann beschäftigt einen das U-Boot natürlich. Und man überlegt, was könnte vielleicht doch noch gehen. Hier auf der Deutschlandkarte sieht man sehr schön die Ostsee, die Nordsee und hier in Kiel liegt unser U-Boot und soll dort mit einem 900-Tonnen-Kran verladen werden auf ein seegängiges Ponton und fährt dann durch den Nord-Ostsee-Kanal hier in die Nordsee. Dann geht es weiter auf der Nordsee bis nach Rotterdam, dann durch Holland durch, nach Nijmegen, dort in den Rhein, bis nach Köln, weiter übers deutsche Eck, in Koblenz. Und dann hier bis nach Speyer. In Speyer müssen verschiedene Arbeiten durchgeführt werden. Zum Beispiel muss das U-Boot wesentlich leichter gemacht werden, weil mit 500 Tonnen die Brücken nicht befahrbar wären. Wir nehmen deshalb 100 Tonnen Batterien raus, um das U-Boot zu leichtern. In Speyer soll die Reise nach einem Jahr weitergehen und wir fahren mit dem Ponton wieder auf dem Rhein zurück bis nach Mannheim. Dann geht es in den Neckar, nach Heidelberg. Und dann gibt es die ersten Probleme auf dem Wasser. Sie sehen hier die alte Heidelberger Brücke, die wir als Modell nachgebaut haben. Und hier kommt unser Ponton mit dem U-Boot angefahren. Sie sehen, da passen wir nicht durch. Das war die Aufgabe der Hermann. Wenn du jemanden findest, habe ich zu ihm gesagt, der das U-Boot dreht auf dem Schiff und dann auch auf dem Tieflader, dann kommen wir in den Bereich des Machbaren. Ja. Und dann hatten wir unsere Hausaufgabe. Irgendwann sagt mir unser Mitglied Felix Baumgartner, der Fallschirmspringer aus der Stratosphäre ist immerhin der erste Mensch der Welt, der ohne ein Fluggerät im freien Fall die Schallgeschwindigkeit erreicht hat. Schickt mir einen Screenshot und sagt, so könnte drehen gehen. Aus diesem Grund haben wir
das U-Boot nach Speyer gebracht, um es dort für den Transport vorzubereiten. Wir haben dort eine Drehvorrichtung eingebaut, dass man das U-Boot drehen kann. Und wir haben auch die Motoren festgesetzt, sodass uns da in dem U-Boot nichts passiert. Und dann sehen Sie, dass es auch so noch sehr, sehr eng ist. Da muss der Kapitän vielleicht noch mal etwas zurück und genau anvisieren, sodass es dann unter der Heidelberger Brücke durchpassen wird und dann wieder senkrecht gestellt werden wird. Dann geht es weiter bis nach Hasmersheim. In Hasmersheim gehen wir raus auf die Straße, haben dann drei Punkte, wo man auf den Tieflader drehen muss und fahren über Bad Rabenau, Ittlingen, das sind dann so kleine Dörfer kurz vor Sinsheim, über Weiler nach Sinsheim, Stadion vorbei und dann ins Museum. Wir haben jetzt die einmalige Möglichkeit, ein U-Boot zu bekommen für Sinsheim. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass sowas auf der Straße überhaupt transportiert werden kann. Alle nachfolgenden U-Boote sind ja viel größer und lassen sich wahrscheinlich nicht mehr auf der Straße transportieren. Der Transport nach Sinsheim ist eine schwierige, knallharte Sache. Wir müssen jetzt alle zusammenhalten, werdet Mitglied, spendet für den Transport oder wenn ihr in einer entsprechenden Firma arbeitet, fragt euren Chef, ob er nicht Sponsor des Transports werden will. Wir sind für jede Hilfe dankbar und hoffen, dass wir dann mit eurer Hilfe den Transport stemmen können. Und ich finde es auch einfach von der Technik her total wichtig, sowas für die Nachwelt zu erhalten. Und wer sich für Technik interessiert, der wird auf diesem U-Boot Stunden verbringen können und seine Neugier dann immer noch nicht ganz befriedigt haben. Und so ist unser Ziel immer nach Süden, Kurs Sinsheim.